Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, seit 3 Jahren ist nun Frank Henkel Innensenator. Skandale um versiebte V-Mann-Informationen, geschredderte Neonazi-Akten, menschenunwürdige Flüchtlingspolitik und stetige Verschärfungen des Polizeigesetzes kennzeichnen seine Amtszeit. Mit der nun angestrebten Änderung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes führt er seine Linie der Verschärfung unter Schwarz-Rot fort. Was soll geändert werden in Berlin? Wir haben ja Frau Itzer gerade gehört. Frau Itzer, Sie haben nichts dazu gesagt, unter welchen Bedingungen Berliner Polizistinnen im Ausland eingesetzt werden sollen oder umgekehrt, unter welchen Bedingungen ausländische Polizeibeamtinnen in Berlin eingesetzt werden sollen. Wer dafür für die jeweiligen Polizeibeamte in dem jeweiligen Land die Verantwortung trägt. Und dann haben Sie zu den Lasersystemen noch was gesagt von Nummernschildern, damit die geklauten Autos besser oder schneller gefunden werden können. Getreu dem Henkelschen Motto, liberal war einmal, wird unter anderem die Verlängerung des Unterbindungsgewahrsams auf 4 Tage angestrebt. Zum jetzigen Zeitpunkt dürfen Personen nach § 30 ASOG Berlin von der Polizei maximal 2 Tage in Gewahrsam genommen werden. Bisher konnte Herr Henkel den Mitgliedern des Innenausschusses aber keinen einzigen Fakt nennen, warum eine Verlängerung des Unterbindungsgewahrsams auf 4 Tage nötig sei. Dazu habe er keine Daten, heißt es. Richtig. Aus einer Antwort von Herrn Henkel auf eine schriftliche Anfrage vom 17. Februar 2014, und das ist noch nicht mal so lange her, geht nämlich hervor, dass der Senat bisher weder weiß, wie viele Menschen überhaupt aufgrund der Regelung des § 30 ASOG festgehalten worden sind, noch weiß er, wie lange sie jeweils festgehalten worden sind, noch weiß er, aus welchen konkreten Gründen sie festgehalten worden sind. Nicht zu wissen und sich dennoch hier nach vorne zu stellen und dann auch noch so zu tun, als ob man es wüsste, ist nicht nur ein politisches Armutszeugnis, sondern obendrein auch noch einfach dreist und peinlich. Eine Antwort bliebe der Senat somit auch bei Inkrafttreten der Verschärfung der Polizeigesetze weiterhin schuldig. Als rettender Ast, an den sich Herr Henkel in dieser Sache klammert, werden die andauernden polizeilichen Großlagen wie der 1. Mai oder sportliche Großveranstaltungen angegeben. Ein sehr dünner Ast, wie ich finde. Wie wir aber nun wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, verläuft der 1. Mai in Berlin seit Jahren friedlich und verzeichnet enorm rückläufige Zahlen von Straftatbeständen. Der 1. Mai bietet somit keine Argumentationsfläche mehr für ein uraltes CDU-Anliegen aus dem Ende der 90er Jahre. Problematisch wird es insoweit erst recht, wenn man versteht, wem der Unterbindungsgewahrsam tatsächlich droht. Der Unterbindungsgewahrsam gehört in das sogenannte Feindstrafrecht und soll nicht Verdächtige festhalten oder Schuldige bestrafen, sondern Unschuldige daran hindern, straffällig zu werden. Eine solche Regelung ist mit Artikel 104 des Grundgesetzes nicht vereinbar. Dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, handelt es sich bei weitem nicht nur um potenzielle Straftäter, die nach § 30 ASOG in Gewahrsam genommen werden können. Richterliche Entscheidungen zur nachträglichen Feststellung der Rechtswidrigkeit der Maßnahme haben gezeigt, dass ein Drittel der Betroffenen in den Jahren 2006 bis 2011 zu Unrecht weggesperrt wurden. Auch das steht in der Antwort des Senats. Wenn Herr Henkel weiterhin an seinen Aussagen festhält, dass eine solche Verschärfung unerlässlich sei, um die Begehung von Straftaten bei Großlagen und Versammlungen zu verhindern, nimmt er billigend in Kauf, gegen geltende rechtsstaatliche Grundsätze zu verstoßen. Er widerspricht mal wieder diametral der Unschuldsvermutung unseres Grundgesetzes,
da es sich mit dem Unterbindungsgewahrsam um einen Freiheitsentzug ohne Straftat handelt. So sieht es auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, welcher den unverhältnismäßigen Präventionsgewahrsam außerhalb eines Strafverfahrens als unzulässig erachtet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich erinnere, vor den gleichen rechtsstaatlichen Problemen stand der Senat auch bereits bei den verdachts- und personenunabhängigen Kontrollen der kriminalitätsbelasteten Orte in Berlin. Man gewinnt allmählich den Eindruck, als lerne der rot-schwarze Senat nichts dazu. Verschärfungen, Verschärfungen und Verschärfungen. Kennen Sie auch mal was anderes? Wäre es nicht sinnvoller, wenn Sie, Herr Henkel, mal vielleicht nachsehen, er ist ja nicht da, aber Sie können hier weitergeben, bisherigen Verschärfungen so überhaupt gebracht haben? Auf die Verlängerung der Videoaufzeichnungen im öffentlichen Nahverkehr hatte nicht einmal die BVG Lust. Sie sah in ihrem Evaluationsbericht noch nicht einmal eine Rechtfertigung der Videoaufzeichnung von 24 Stunden, während sie eine Verlängerung auf 48 Stunden forderten. Und wenn die Berliner Polizeipräsidentin feststellt, dass der bisherige auf 2 Tage befristete Unterbindungsgewahrsam vollkommen ausreiche und noch nie voll ausgeschöpft sei, Gott sei Dank bei dieser Politik, dann zeigt es nur, welche Repressionslogik hinter der Neuregelung tatsächlich steckt. Die SPD-Fraktion, davon sind ja nicht mehr viele jetzt hier im Saal, im Berliner Abgeordnetenhaus, ist aufgefordert, lieber Herr Zimmermann, die grundgesetzlichen Law-and-Order-Politik von Innensenator Henkel nicht mitzumachen und der Änderung des Polizeigesetzes nicht zuzustimmen. Herzlichen Dank.